shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start, und zwar eine weitere Kreation meiner Glitched bzw. Modded Outfits, obwohl ja, gemoddet sind sie ja nicht, aber die sehen vielleicht ein bisschen so aus, als ob sie gemoddet wären. Und wie hier dieses Outfit, wie ihr das selber erstellen könnt, das zeige ich euch in diesem Video. Ich habe damals zwei Kreationen von mir mal vorgestellt, also einmal mit so einem Bierhelm oder einer anderen Mütze. Und wenn ihr sagt, boah, ich habe gar keinen Bock auf so einen Helm, sondern ich will lieber so einen Fliegeranzugschlauch haben, da gibt es natürlich auch diese Variante. Wie ihr das natürlich macht, das bleibt natürlich euch überlassen. Als allererstes würde ich euch empfehlen, euch mal so ein Glitched-Test-Outfit zu speichern oder zu erstellen und zu speichern, weil ihr mit dem Glitched-Outfit wirklich sehr viel machen könnt. Also ich habe mir mal hier dieses erstellt, weil da sind gleich drei Glitches auf einmal drin. Das ist einmal mit dem Nachtsichtgerät, wo ihr dann auf jedes weitere Outfit auch übertragen könnt. Genauso wie die Heißtraubüberfalltasche, die ihr dann auch auf jedes weitere Outfit übertragen könnt. Und natürlich mit dem unsichtbaren Oberkörper, das ihr dann auch für mehrere Kreationen oder für eure eigenen Kreationen verwenden könnt. Und den würde ich einfach mal als Test-Account oder Test im Outfit mal speichern. Und wenn ihr dann irgendwelche Änderungen vornehmt, das halt immer wieder dann als neues Outfit speichern. Dass ihr einfach ein Outfit habt, wo einfach ein paar Glitches integriert sind, wo man dann super leicht andere Outfits kreieren könnt, damit ihr das nicht immer neu machen müsst. Würde ich euch so ans Herz legen, das mal zu machen. Und wie dieser Test im Outfit-Glitch funktioniert, das zeige ich euch jetzt in dem Video gleich am Anfang, weil das ist so die Basis von dem Glitch-Outfit, was ich euch jetzt zeigen möchte. So, als allererstes fangen wir natürlich mit dem unsichtbaren Oberkörper an, das nenne ich auch das ekelhafteste an dem ganzen Glitch. Und zwar, ihr geht an irgendeinen Kleiderschrank oder ein Bekleidungsgeschäft und zieht euch irgendein Outfit von den neuen Cunning Stunts DLC Motorradanzüge an. So. Welches ihr davon verwendet, spielt gar keine Rolle. Ich habe jetzt mal das schwarze genommen, weil dann habe ich auch am Schluss die schwarzen Handschuhe. Nehmt ihr dann natürlich in was anderes, dann ändern sich natürlich auch die Farben von den Handschuhen. Welches ihr davon verwendet, bleibt euch überlassen, so wie ihr halt Bock drauf habt. Ich nehme jetzt einfach mal das schwarze, um euch das mal zu zeigen. Dazu braucht ihr, okay, ich habe jetzt noch das Nachtsichtgerät auf. Das ist natürlich das Lustige an dem Glitch, der übernimmt einfach mal ein paar Outfits, so wie er Bock hat. Egal. Ich zeige euch das jetzt gerade mal, und zwar ihr braucht irgendeine Yacht. Ob es jetzt eure eigene ist oder von einem Kumpel oder von einem Random, spielt gar keine Rolle. Wichtig ist halt nur, dass ihr die Yacht habt und ihr müsst VIP oder CEO sein. Aber das machen wir jetzt alles hier mal. So, als allererstes geht ihr an so einen Pool hin, registriert euch als CEO oder als VIP, spielt gar keine Rolle. Wenn ihr das dann seid, dann geht ihr mal hier an den Pool so hin, oben erstmal auf die Treppen und öffnet euer Interaktionsmenü. Danach geht ihr auf Stil, Accessoires und geht ganz runter auf Handschuhe. Und das ist halt wichtig, dass ihr die weißen Chirurgenhandschuhe anhabt. Wie ihr seht, ich habe jetzt die weißen Chirurgenhandschuhe an und laufe dann mal in den Pool rein. Dadurch ziehe ich dann die Badeklamotten an und dann klettere ich mal hier hoch. Und jetzt ist es wirklich wichtig, also es geht relativ häufig, dass es klappt, aber dann nachher im zweiten Schritt gibt es extrem viele Fehler, wo halt wirklich Leute schreiben, ja, es ist gepatcht oder funktioniert nicht. Ich kann euch garantieren, wir haben es den 9.8. um 12 Uhr und es funktioniert zu 1000%. Also ich habe es wirklich mehrmals probiert und es funktioniert. Allerdings, ja, man braucht schon 5 bis 10 Versuche, das muss halt dazu gesagt sein. Und wenn ihr jetzt X, also an der Stelle dann X und Viereck gleichzeitig drückt, dann wechselt er die Handschuhe und wechselt auch wieder das Outfit. Ob ihr jetzt X oder Viereck gleichzeitig drückt oder Viereck oder X, die Reihenfolge spielt keine Rolle. Es ist nur wichtig, dass ihr halt X drückt, um die Handschuhe zu wechseln und Viereck, um über das Geländer zu springen. Und die Reihenfolge spielt gar keine Rolle. Aber ich würde euch empfehlen, erst X zu drücken und danach Viereck. Also zack, X, Viereck, Bams. Ihr seht, ich habe jetzt schon die weißen Chirurgenhandschuhe an, aber es steht immer noch dran, dass ich die Rennanzughandschuhe anhabe. Und dann, jetzt kommt es natürlich auf Zufall natürlich an. Woran es liegt, kann ich euch nicht sagen. Wirklich, macht's mehrere Versuche und dann irgendwann mal klappt es auf jeden Fall. Dann geht ihr auf das Secure Self CEO und geht dann auf Verwaltung, auf Stil. Und jetzt spielt es gar keine Rolle, ob ihr jetzt nach rechts drückt oder nach links. Ich mache jetzt einfach mal nach links. Ändere einmal das Outfit von allen, gehe wieder zurück. Bams, hat nicht geklappt. Aber wenn ihr das ein paar Mal versucht, und ich schwöre euch, es funktioniert genauso, wie ich es euch zeige. Bloß ihr braucht da wirklich 5 bis 6, vielleicht auch 10 Versuche. Irgendwann mal klappt es auf jeden Fall. Wenn es natürlich dann geklappt hat, habt ihr den Oberkörper frei.
Und im Hintergrund seht ihr ja schon mal, wie das Ganze dann ausschaut, wenn es dann endlich irgendwann mal geklappt hat. Jetzt müsst ihr nur wieder zu eurem Kleiderschrank gehen und könnt jetzt die Hose ändern. In meinem Fall war es einfach die Einsatzhosen und dann die schwarze Kampfhose. Theoretisch könnt ihr es jetzt speichern, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, aber müsst es jetzt nicht unbedingt. So, wenn ihr das jetzt habt, dann kommen wir zum Nachtsichtgerät-Glitch. Und zwar öffnet mal euer Interaktionsmenü, geht dann auf Stil, auf Accessoires und oben auf Ausrüstung mal auf das Nachtsichtgerät. Natürlich die Grundvoraussetzung ist, dass ihr das Nachtsichtgerät im Waffenladen gekauft habt. So, dazu braucht ihr halt auch wieder einen Pool. Und dann werft ihr mal so eine Haftbombe hier an den Pool hin, so an den Treppen hier unten. Ihr könnt natürlich auch mehrere Haftbomben hinlegen, um auf Nummer sicher zu gehen, aber in der Regel reicht auch eine. Und zwar, ihr geht jetzt in den Pool rein, damit ihr eure Badeklamotten anhabt und stellt euch so an den Rand von dem Pool, dass wenn ihr die Haftbomben zündet, dass euer Charakter aus dem Pool herausfliegt. Bams, mein Charakter fliegt raus und ihr seht auch schon im Hintergrund, dass er das Nachtsichtgerät auf hat. So, das hat jetzt soweit alles geklappt und jetzt ist es ganz wichtig, dieses Outfit zu speichern, aber nicht im Klamottenschrank oder im Kleiderschrank, weil dort verschwindet das Nachtsichtgerät. Das muss dann wirklich im Waffenladen abgespeichert werden, in Outfits oder in irgendeinem Bekleidungsgeschäft. Nicht im eigenen Apartment oder in der Yacht. Wenn ihr es dann abgespeichert habt, kommen wir jetzt mal zu der Heist-Raubüberfall-Tasche bzw. zur Duffelbag. Dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht mit einem ganz speziellen Outfit. Das möchte ich jetzt gerne widerlegen, weil es funktioniert wirklich mit jedem Outfit. Es kann natürlich mehrere Versuche dauern. Bei mir hat es jetzt bei dem zweiten Versuch 1,5 Stunden gedauert, aber manche haben auch geschrieben in meinen Kommentaren, dass es 1 bis 2 Versuche gebraucht hat. Das ist je nachdem. Und erstmal an der Stelle, sorry für die Bambusqualität, ich hatte kleine Probleme mit der Elgato und deswegen ging das jetzt leider nicht anders. Ich wollte es nicht mehr nochmal neu aufnehmen, weil es echt ewig gedauert hat bei mir. So, auf jeden Fall, was ihr dazu machen müsst. Ihr müsst entweder über einen schnellen Job einen Raubüberfall starten oder über eine Einladung, die ihr über das Handy bekommen habt von euren Kumpels oder von irgendeinem Random. Sobald ihr im Auswahlmenü von eurem Outfit seid, müsst ihr ganz schnell die Kreistaste drücken zum Verlassen und mit X sofort bestätigen. Wenn alles geklappt hat, spawnt ihr dann im freien Modus mit der Heist-Raubüberfall-Tasche. Jetzt müsst ihr dieses Outfit nur noch abspeichern und unser Test-Outfit-Glitch ist erstmal soweit fertig, womit ihr jetzt das Nachtsichtgerät und die Heist-Raubüberfall-Tasche auf jedes weitere Outfit drauf bekommt. So, wenn ihr euer Test-Outfit nun gespeichert habt, gehen wir zum nächsten Schritt über und zwar ihr öffnet wieder euer Interaktionsmenü, geht auf Stil, Accessoires, klickt auf das Atemgerät und geht wieder aus dem Menü raus und speichert dieses Outfit mal. In dem Fall wieder auf OF5. Danach geht ihr mit Kreis zurück, dass ihr wieder hier in dem Auswahlmenü seid und bestätigt mal mit X auf gespeicherte Outfits. Und wie ihr seht, da sind eure Outfits alle da vorhanden und jetzt geht ihr mal auf den Test-Outfit drauf. Wenn ihr das dann macht, dann könnt ihr nach oben scrollen oder nach unten und ihr seht, dass auf fast jedem Outfit dieses Nachtsichtgerät dann drauf ist. Dann wählt ihr einfach den OF05 aus und bestätigt das mit X. Geht dann wieder mit Kreis zurück und drückt dann die Viereck-Taste, um das ganze Outfit jetzt neu zu speichern mit dem Nachtsichtgerät drauf. Und nun gibt es jetzt mehrere Varianten, wie ihr das Outfit weitermachen könnt. Und zwar, ihr könnt euch ganz normal eine Mütze aufziehen. Das funktioniert aber nicht, wenn ihr das über das Interaktionsmenü macht, sondern ihr müsst hier hinten auf Hüte gehen und dort eure Mütze auswählen. Es funktioniert nicht mit allen Mützen, aber mit fast allen Mützen. Also mit der Fliegermütze funktioniert das nicht. Ich will jetzt einfach mal die Spezialhüte aus und ziehe mir so einen Bierhelm an. Dann könnt ihr das natürlich so abspeichern. Falls ihr gar keine Lust auf eine Mütze habt, dann gehen wir einfach nachher zum nächsten Schritt über mit dem Fliegeranzug. Aber ihr könnt natürlich auch alles drei kombinieren. Also dann sieht es halt richtig krass aus. So, wenn ihr das dann mit einem Bierhelm oder mit einer anderen Mütze, die ihr halt ja, wollt, gemacht habt, müsst ihr das wieder speichern auf dieses OF5 und geht dann wieder zurück und zieht euch mal den Fliegeranzug an. Ich denke mal, die meisten von euch, die mich verfolgen, die wissen jetzt, was es kommt, und zwar das mit dem Schlauch und dem Stripclub und deswegen zieht es mal den Fliegeranzug an. Ich würde euch empfehlen, das Ganze mit dem schwarzen Fliegeranzug zu machen und dann rüber zum Stripclub laufen oder rennen halt. Benutzt ja kein Fahrzeug oder sonstiges, weil es kann sein, dass dann irgendwas fehlt, dass der Schlauch da nicht da ist oder der Helm abgezogen wird oder so oder. Deswegen macht das alles zu Fuß und begebt euch mal in den Stripclub rein. Wenn ihr dann im Stripclub drin seid, dann öffnet ihr mal euer Interaktionsmenü, geht auf Stil und wählt irgendein Outfit aus, das ihr gerade eben gespeichert habt. Also entweder eins mit Mütze oder ohne Mütze, je nachdem worauf ihr halt Bock habt. Ich wähle jetzt einfach mal das mit Mütze aus,
Ihr könnt natürlich auch irgendein anderes Outfit verwenden, das ihr davor gemacht habt, zum Beispiel das Test-Outfit, aber das wollen wir jetzt nicht oder ich will das nicht, sondern ich möchte es halt mit Mütze machen und deswegen gehe ich jetzt auf das OF5 und ja, genau. Und dann müsst ihr einfach nur wieder das Interaktionsmenü schließen und aus dem Stripclub rauslaufen. Und dann seht ihr, dass ihr wirklich alles habt, also entweder Mütze, Schlauch oder Mütze und Schlauch, je nachdem, wie ihr halt Bock habt. Jetzt müsst ihr eigentlich nur noch wieder zurück in den Klamottenladen laufen oder rennen und das Outfit dann dort abspeichern und schon habt ihr euer selbst kreiertes, gemoddete Outfit. Alles basierend natürlich auf den ersten Glitch mit der Duffelbag, mit dem Nachtsichtgerät und dem unsichtbaren Oberkörper. Ihr könnt auch viel mehr Varianten da noch machen oder selber kreieren, weil mit den drei Sachen, wo ihr da einfach zur Verfügung habt, könnt ihr richtig viel noch machen. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat, auch diese Methode. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut's rein, macht's gut, ciao, euer Zeddy.